Guten Morgen. Ja, erster Gang zum Waschhaus auf dem Campingplatz, Schwimmbadcafé, Beisefurt. Die Sanitäranlagen sind ein bisschen Jahre gekommen, aber es ist sauber hier. Ja, und hier hatte ich gestern meinen Schnitzel verzehrt. Ja, der Platz ist wunderbar gelegen und ruhig. Hier der Badesee, aber ich kam nicht in den Genuss, in diesen hineinzuspringen. Übrigens steht mein Zelt auf der anderen Seite, direkt an der Fulda. Und meinem Knie geht es etwas besser, Treppensteigen geht nur langsam, aber mit dem Radfahren sollte es weiterhin klappen. So, mach jetzt meinen Kaffee. So, das Wasser kocht schon fast, es geht ratzi-fatzi mit dem Kocher hier. Kartuschen, die kosten irgendwie 20 Stück, 28 Euro, halten auch ewig. Rühre ich mich immer zweistellig ein. Ich so anderthalb Tassen ungefähr. Aber ich habe sogar noch Milch. Ich hoffe, dass die noch gut ist. Die habe ich schon 3 Tage jetzt. Ja, ich hätte sie doch mal vorher probieren sollen, hat die jetzt schon Stich. Mist. Die sieht nicht mehr gut aus. Den ganzen Kram wieder wegkippen. Meinen Akku habe ich über Nacht in einen Stromanschluss bei der Laterne geladen. Und damit das Ganze wasserdicht ist, habe ich den Akku zusammen mit den Akkus meiner GoPro und Powerbank einfach in eine Ortentasche gepackt. Okay, Diebstahl sicher geht anders, aber auf Campingplätzen ist mir noch nie etwas weggekommen. So, zweiter Kaffee. Ja, ich starte in Beisefurt, da geht es weiter über Rothenburg an der Fulda, durch Bad Hersfeld, Niederaula und Ziel soll sein die Burgenstadt Schlitz. Ich hoffe, dass ich da einen Platz kriege. Dazu muss ich hier 1 oder 2 Kilometer von der Route abweichen. Ja, das war mein Blödsinn da unten. Es ist jetzt 11 Uhr und weiter geht's Richtung Fulda. Ja, war nett hier. War sehr schön. Bisschen einfach der Campingplatz, aber es reicht. Ja, das geht hier ordentlich los mit Steigung. Bin gerade ein paar Minuten unterwegs. Hab mal von Turbo auf Eco runtergeschaltet. Oh, ist jetzt schwierig, ich muss runterschalten. Oh, es wird mir zu schwer. Muss doch jetzt mal einen hoch. Tourmodus oder eine tote Maus. Also ohne E-Bike würde ich jetzt hier schieben, mit Sicherheit. Eieiei. Ah, hier eine mächtige Brücke, Bahnbrücke. Da ist gerade ein IC vorbeigefahren. Ich nehme an, dass die Verbindung Kassel-Fulda, die ist sehr hoch. Ein Türchen, dann will ich gerne mal hochklettern. Echt eine mächtige Brücke. Das ist eine Bahnbrücke, da ist gerade IC rübergefahren. Ich nehme an, dass die Verbindung Kassel-Fulda. Bin in Altmorschen. Altmorschen heißt das. Ach, da geht sogar der Radweg lang. Gefallen mir nicht. Rasten und ruhen, das ist doch nett gestaltet hier.
So, ich bin jetzt etwa 12 Kilometer unterwegs, 50 Minuten, schon eine kleine Pause gemacht, der Familie ein paar Nachrichten geschickt und muss feststellen, es ist ein bisschen langweilig hier gerade. Es geht immer um die Maisfelder im Zickzack, einmal links, einmal rechts, dann Stoppelfeld. Ich hoffe, es wird gleich ein bisschen wieder abwechslungsreicher. Ich freue mich schon aufs Frühstück, wahrscheinlich in Rothenburg an der Fulda. Ja, ich bin jetzt 21 Kilometer gefahren und nicht, dass ich jetzt schon nachladen müsste. Aber ich habe hier eine Ladestation zufällig entdeckt, als ich hier kurz mal auf die Karte geguckt hatte. Nicht wegen der Ladestation, wegen Geldautomaten, wieder das Thema. Und schauen wir das mal an hier. Und schon wieder alles zertrümmert. War das die Autolobby oder wer macht sowas? Hier gibt es Schließfächer. Mit Steckdosen drin. Ja, könnte man mal wegs ausprobieren, ob da Saft drauf ist. Ich habe hier mal Strom eingesteckt und ans E-Bike angeschlossen. Er lädt nicht. Hätte ich auch mal zuerst lesen müssen. Die Steckdosen liefern nur elektrischen Strom, wenn die Tür des Faches verschlossen ist. Okay, ich versuch's einfach mal. Oh, das passt hier gerade so rein. Ich hoffe, die Klappe geht noch zu. Nach oben drehen, Code eingeben. Super, klappt ja, immerhin. Könnte ich jetzt einkaufen gehen ohne Akku? Muss ich mal überlegen, ob ich es tatsächlich mache. So, während mein Akku lädt, gehe ich doch noch mal zu Rewe. Bisschen was einkaufen, Pfand zurückbringen und Geld abheben. Währenddessen fahre ich hier über eine schöne Brücke. So, erstmal ein Brötchen mit Leberkäse und Krautsalat. So, habe jetzt eingekauft und Brötchen gegessen. Jetzt muss ich mal gucken, ob mein Akku noch da ist. Ich bin fast die Rampe nicht hochgekommen. Bin echt total unterschätzt, dass das Fahrrad so schwer ist. Ich muss da jedenfalls absteigen und schieben. Wäre da fast umgefallen. Ey. So, da bin ich wieder. Code habe ich geändert. Ja, der ist voll. So, Tageskilometer 29, 2, 3, abzüglich natürlich im Einkauf und so weiter. Ja, jetzt wird es wieder schön hier an der Fulda, total ruhig, Radweg und sonst nichts, natürlich der Fluss. Die Fahrbahn ist perfekt. Ja gut, es gibt so ein paar Stellen, aber jetzt keine großen Lunken drin. Dann immer die Frage, was kommt hinter der nächsten Ecke? Radweg. Ja, ich habe heute mal die andere Hose angezogen. Ich hoffe ja, dass es angenehmer ist. Aber jetzt nach 2 Stunden Fahrt merke ich auch schon, dass der Sattel drückt. So, es sind nur 18 Kilometer bis Bad Hersfeld. Da ist es sehr schön ausgeschildert überall. Ja, ein bisschen bewölkt, 21 Grad, aber es ist sehr angenehm zu fahren. Das ist genau richtig. Sonne knallt nicht, trotzdem friert man nicht, kann im T-Shirt fahren. Das ist so perfekt. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine Kilometer auch mache.
Sonst hänge ich da irgendwo beim Bäcker rum, trinke Kaffees und so weiter. Dann ist der Tag um und ich habe keine Kilometer gemacht. Ja, es ist jetzt, wie spät? 14.06 Uhr und ich bin erst 31 Kilometer gefahren. Ja, ich wollte ja immer so 120 am Tag machen, aber ich habe ja relativ viel Vorsprung. Wenn ich so 80 Kilometer am Tag mache, dann reicht das. 80, 90. Also ich fahre noch 50. Mal schauen. Schon jetzt wieder hoch. Ah, ich bin im Sportmodus, der zieht hier so locker hoch. Gut, aber ich muss trinken. Aber wie gesagt, die Tour hätte ich ohne das E-Bike nicht gemacht. Oh, da war so eine Naturbeobachtungsstation, also ein kleines gepflegtes Häuschen. Da unten ist wohl so ein Naturschutzgebiet. Ist eine Ruhe hier. So, das war jetzt Meckbach und jetzt geht es weiter nach Meckla. Oh, da ist eine große DHL-Umschlagstation. Ja, ist ja hier ziemlich Zentrum von Deutschland. Gleich kommt ja Bad Hersfeld. Und da ist ja Amazon auch mit ihrer riesen Station. Ja, hier gibt es so einen Planetenlärmpfad. Uranus. Ja, und da hinten war schon Neptun. Das war bestimmt 600 Meter weit weg. Mal sehen, was kommt hier. Was anderes. Na gut, der nächste ist, glaube ich, wie war das? Mein Vater erklärt mir den Himmel. Das war's, Uranus. Dann kommt ja irgendwo ein Saturn, nehme ich an. Ne, Jupiter. Jupiter. Ja, da kommt der nächste Planet. Ich nehme an, das wird jetzt Jupiter sein. Saturn war das. Das sind echt Strecken dazwischen. Das ist Wahnsinn. Dass die Sonne noch so eine Anziehungskraft hat über die gesamte Strecke, ist schon erstaunlich. Steinbrücke. So, da kommt die nächste Kugel. Ratet mal, das müsste jetzt der Jupiter sein. Ja, richtig. Was kommt dann? Oh, jetzt kommen die ganzen Kugeln. Alle am Stück. Die sind schon länger beisammen. Jetzt haben wir hier Mars. Mond und Erde. Ich habe eine Hütchen gekriegt, die Venus. Und Merkur. Und da ist die Sonne, die große Kugel ist die Sonne. Okay, nicht lange aufhalten, weiter geht's. Ja, hier könnte ich baden. Ja. Aber es ist schon ein kleiner Bach geworden hier. So richtig Fluss ist das nicht mehr. Die Geschwindigkeit ist auch ziemlich gering, finde ich. Ja, weiter geht's. Na, was habe ich da denn entdeckt? Da mal reingucken. So ein Grenzpfahl. Ja, ich habe jetzt meine Halbzeit erreicht. Also die Hälfte der Strecke und von Hamburg nach Tübingen. Und jetzt gucke ich mir doch mal die Altstadt an, damit ich, auch wenn nur kurz, aber zumindest damit ich mal einen Eindruck habe. Thank you.
noch in der Altstadt von Bad Hersfeld, habe da noch Erfrischungsgetränke zu mir genommen. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Also das waren, glaube ich, die schlechtesten Radwege überhaupt. Und bin gerade noch am Amazon, vielleicht zum Ausnehmen, dann sitze ich mir Logistikzentrum vorbeigefahren. Und jetzt geht es wieder aufs Land Richtung Schlitz. Ja, plötzlich ist die Welt wieder eine ganz andere hier. Die Fulda, Blümchen, Maisfeld wie immer. Und Ruhe vom Verkehr. Maisfelder, Maisfelder. Wahrscheinlich in 2 Wochen keine Maisfelder mehr zu sehen. Hier kommt die A7 südlich von Bad Hersfeld. Und da fahre ich ja sonst immer lang. Diesmal fahre ich unten durch und ihr könnt mich mal mit dem Stress. Ich fahre zwar den Schlitz. Problem. Ja, ich habe den Campingplatz auf Schlitz angerufen. Gesetzt. Also das war die Nummer, die zumindest bei Google Maps stand. Und die Nummer war besetzt, war irgendwie aus so einem Stadtwerk. Dann habe ich es später nochmal versucht. Und da war nur ein Anrufbeantworter drauf. Und ja, vor Fulda ist da gar nichts mehr an Campingplätzen. Also zumindest auf Google Maps. Hallo. Finde ich aber nichts mehr. Mal sehen. Es ist jetzt kurz vor 5:30. Muss ich mal schauen, was hier los ist. Dass ich noch irgendwie unterkomme. Oh, 50 Cent für eine Sonnenblume. Ich habe kurz überlegt, aber was soll ich mit dem Ballast? Was soll ich damit? Wobei, naja, wäre ja lustig. Ja, wie klasse ist das denn? Hier gibt es Getränke und einen Hund, der auf mich wartet. Jetzt mal reingucken, ob der überhaupt noch was drin ist. Wasser 1 Euro, Cola 2 Euro, ist ganz schön happig. Ja, ist sogar noch was drin. 2 Euro für eine Cola finde ich jetzt ein bisschen viel. Honig wäre nicht schlecht. Ah, ist mir zu viel. So, hier geht es weiter nach Schlitz, noch 10 Kilometer. Burgenstadt Schlitz. Campingstadt Schlitz, wäre mir jetzt lieber. Was ist dein Campingplatz? Oh, eine Ladestation für E-Bikes. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin von meiner Route jetzt abgefahren und fahre in den Ort Schlitz rein und frage da mal bei dem Campingplatz direkt an, weil sie mir ja nicht geantwortet haben. Ich mache mal eine Pause, müssen wir mal orientieren. Was ist das denn für eine coole Brücke hier? Ich muss den Kopf einziehen. Das ist der Helm weg. Stand aber auch nichts dran, dass man den Kopf einziehen muss. Wenn du da gerade auf deinen Tacho guckst, dann bist du weggehen. Ja, genau, ich hatte vorhin 2 Mädels gefragt, die meinten durch den Schlossgarten durch. Das war auch gerade. Das ist nett. Also so entdeckt man auch nette Ecken. Also wenn man von den Wegen mal abkommt. Oh, da ist er ausgeschildert, der Campingplatz. Na, wenn er ausgeschildert ist, dann müssten sie mich auch nehmen wollen. Da sind auch schon Zelte. Ach, das wird schon klappen. Das wird schon klappen. Leicht links abbiegen, dann nach 60 Metern links einordnen. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Als ich hier ankam, ist mir ein Rollerfahrer hinterhergefahren. Er meinte, wollen Sie hier campen? Ich so, ja. Okay, er wollte gerade losfahren und er meinte, er sei die Rezeption. Also bin ich in so ein Gartenhäuschen mit ihm, das offensichtlich hier so eine Rezeption darstellen soll. Und meinte, ja, für Zelter wird das hier schon ziemlich knapp. Wie man sieht, ist der ganze Platz schon belegt. Ja, das sind Wohnmobilstellplätze. Aber offensichtlich kommt das nicht für mich in Frage. Ich habe hier den
letzten staubigen Platz da eine Einfahrt bekommen. Ich wollte Strom haben für das E-Bike zum Aufladen. Weil der kostet 2,50 Euro und für den nächsten Tag auch nochmal 2,50 Euro, also 5 Euro. Das würde mir nicht empfehlen. Ich sage, okay, lassen wir es. Ich fragte dann, ob es hier eine E-Bike-Ladestation im Dorf gibt. Das gibt's. Also ich hatte mal geguckt. Das schaue ich mir nachher nochmal an. Und lade das halt irgendwo separat auf. Also sehe ich nicht ein, 5 Euro hier zu bezahlen für Strom, nur um mein E-Bike aufzuladen. Ja, ansonsten habe ich hier nette Zeltnachbarn, die sind gerade losgegangen. Die sind hier mit dem Auto angereist, ja, mit dem blauen. Und wollen irgendwie so eine Bahnstrecke fahren, 400 Kilometer irgendwie. Frag mich nicht, soll wohl sehr schön sein, hat er selber schon mal gemacht. Und jetzt hat er seine Frau mitgenommen und wollte die Runde auch noch mal fahren. Und das Ding ist ja, das zweite Mal, dass ich auf dem Campingplatz, ich bin jetzt die fünfte Nacht, steht das Zelt jetzt hier. Das zweite Mal, dass ich kein Internet habe. In Deutschland, mittendrin. Ich meine, wann war Internet Neuland? Das ist auch schon ewig her. Es ist unbegreiflich. Ja, trotzdem muss ich sagen, dass ich froh bin, dass ich überhaupt einen Platz gekriegt habe. Weil mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt ins Hotel gehe oder vielleicht sogar wildcampen. Wobei, ich weiß nicht, das hätte ich glaube ich nicht gemacht. Ich glaube, dann wäre ich hier so lange gefahren, bis der Akku leer ist. Dann hätten wir irgendwo eine Steckdose in der Tankstelle gesucht, um dann weiterzufahren. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, das Gulasch war lecker. So ein bisschen so eine 5-Minuten-Terrine mit Kartoffelbrei dazu. Dann passt das schon. Ein bisschen Oliven. So, werde noch ein Bierchen öffnen und dann mal gucken, Abwasch machen. Und dann gucken, dass ich zeitnah ins Bett komme. Ja, statt zeitnah ins Bett zu gehen, doch noch mal eine Runde durch die Altstadt, die absolut sehenswert ist. Jo, das sind die Sanitäranlagen. Also alles ein bisschen uncharmant, aber sauber und gepflegt, das ist okay. Jo, dann werde ich mich jetzt mal ins Bett begeben. Bin auch schon müde. Es ist jetzt 11:30 und die meisten pennen schon. Bis auf so ein paar Jugendliche, die noch ein bisschen feiern. Aber ich denke, das wird eine ruhige Nacht. So, jetzt bin ich fertig und ja, war ein schöner Tag heute. Ich bin es ja relativ entspannt eingegangen, war lange einkaufen, habe meinen Akku nochmal nachgeladen. Das war auch gut so. Jetzt liegt der Akku bei einem Nachbarn unter seinem Wohnwagen zum Aufladen. Ja, ich hoffe, dass der morgen noch da ist. Ist aber immer so eine Sache. Ja, jetzt werde ich mich ausruhen. Bin relativ entspannt, also so eine Tour mit dem E-Bike ist eher ein Vergnügen, als dass es Stress ist. Ich glaube, meine Nachbarn hören mich gerade. Jo, dann wünsche ich eine gute Nacht und freue mich auf den Tag 5 in Richtung Fulda und danach Würzburg. Hier nochmal ein Blick in mein staubiges Zelt oder staubigen Untergrund.